Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. Ich bin Alex. In diesem Video gucken wir uns mal wieder mein Trade Republic Depot an. Dieses Mal aber aus anderen Gründen. Dazu gleich mehr. Los geht's. Jawohl, wir haben heute Montag, 14. Oktober, 17.06 Uhr. Börsen sind geöffnet. Das heißt, hier verändert sich dann noch eine Menge in meinem Depot. Der Grund dieses Videos ist, ja, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen zurückgreifen. Dieses Depot, das gibt es seit Januar 2020. Es ist sehr gut gelaufen bis zum November 21. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Da war ich hier 30,67% im Plus, 90.000 Euro damaliger Depotbestand. Und dann ging es richtig nach unten zum Teiltiefspunkt hier. Was haben wir hier? Minus 11,59%, 48.000 Euro dann nur noch. Und dann ging es richtig nach unten. Ich habe viele Einzelaktien gehabt von Unternehmen, die dann richtig abgestürzt sind, die auch zum erheblichen Teil keine Gewinne erzielt haben. Und dann habe ich hier im Laufe des Jahres tatsächlich 22 dann auch mein Depot nochmal neu justiert, habe mehr wieder in ETFs investiert, habe meine ganze Strategie nochmal verändert. Und dann ging der Kampf los, diese Minus-Performance in Form von ETF-Renditen wieder aufzuholen, so dass ich dann irgendwann wieder neutral gewesen bin oder sein wollte, was natürlich das Ziel sein sollte, also dass ich die Performance, die ich schon mal hatte, dann wieder reinhole. Und das hat dann doch relativ lange gedauert. Hier im Jahr 2024, 15. Juli, war ich hier bei 28,86%. Dann ging es wieder nach unten, nach oben. Und erst dann hier Richtung, müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier für eine Rendite hatten, 30,67 und dann ging es hier erst, das ist ja nicht immer taggenau, hier 31. also Anfang Oktober. Zwischendurch hatte ich auch schon mal eine bessere Performance, das wird in diesem Linienchart dann nicht angezeigt. Und jetzt haben wir auch tatsächlich die letzte Woche abgeschlossen. Das war dann die erste Woche, wo wir tatsächlich auch am Freitag beziehungsweise dann am Wochenende Samstag auch durch den erhöhten Spread, durch die späten Handelszeiten hier bei Trade Republic immer noch im Plus waren. Das heißt, ab jetzt habe ich alles, was hier mal negativ war, wieder aufgeholt und bin jetzt wieder im Plus. Das ist für mich persönlich ein Moment, der, ja, historisch kann man nicht so wirklich sagen, aber auf jeden Fall so eine ganz innere Zufriedenheit dann wieder irgendwie hergibt und wo man auch philosophisch einfach sehen kann, dass dieses Dranbleiben extremst wichtig ist. Aktuell etwa 29.000 Euro hier im Plus. Und wenn wir uns hier mal die negativen Zeitpunkte angucken, waren wir auch bei 9.000, wo waren wir gerade, also knapp 10.000 Euro, sage ich mal, im Minus. Und das von einem Plusbetrag, der hier schon mal knapp 26.000 betrug. Wo haben wir es? Hier 26.000 ungefähr. Also dann ging es in diesem Depot hier insgesamt dann so knapp 36.000 Euro nach unten. Und das ist schon sehr ordentlich und sehr bedauerlich gewesen. Und heute haben wir den neue All-Time-Highs erreicht. Wir waren vorhin auch noch ein bisschen höher. Jetzt ist das Ganze wieder nach unten leicht korrigiert, aber das ist relativ unerheblich, denn die Performance in den letzten Tagen, Wochen insgesamt im Jahr 2024 ist hier sehr gut gewesen an den Weltmärkten. MSCI World, USA, S&P 500, Tech-Werte und so weiter, alles rennt wie doof. Bis auf Kryptowährung, gerade Bitcoin, da sind wir noch nicht an den alten All-Time-Highs dann angekommen. Sieht aber auch im Jahresverlauf natürlich sehr, sehr grün aus, der Bitcoin. Ich mache hier mal die Performance seit dem Kauf an. Dann swipe ich hier einfach mal die aktuellen Positionen kurz durch. Darum soll es jetzt im Einzelfall nicht gehen. Ich habe hier meine S&P 500 IT-Position auf 10.000 erhöht. Der Rest ist dann noch Rendite gewesen. Also da bin ich auch ganz, ganz happy mit. Und man sieht, Nasdaq 100 hier auch zum Beispiel volatil gewesen, aber dann auch hier mit die beste Performance in meinem Depot in Form von ETFs und der Global Semiconductor ETF jetzt ganz oben auch sehr gut. Ich habe übrigens die Property, also die Immobilien-ETFs Europa und weltweit rausgeworfen, einfach aufgrund dessen, dass wir im Prinzip schon ein sehr positives Szenario haben. Diese ETFs haben ausgeschüttet und auch Cost-Performance-mäßig
sehr gut gelegen. Ich mache hier auch einfach mal die Ansicht an 1.626 Euro Erlöst beim European Property Yield, 22% hier etwa im Plus gewesen, habe ich auch schön Steuern bezahlt. Gern geschehen, lieber Christian. Und genau, und plus Dividende war das dann doch eigentlich eine ganz gute Position. Und hier haben wir auch den weltweiten, also Developed Markets Property Yield, also den von den entwickelten Märkten. Das ist klassische MSCI World Länder, wenn man denn so möchte. 1.947 Euro Erlöst und 11,7% im Plus, plus Dividenden dann nochmal. Also ich gehe davon aus, dass die nächsten 6 bis 12 Monate an Performance noch ein bisschen drin sein könnte, vielleicht nicht mehr so viel. Korrekturpotenzial ist meiner Meinung nach bei den Immobilien aktuell so ein bisschen drin, weil die Zinsen sind schon gesunken teilweise, viele Zinssenkungen sind schon eingepreist. Und dass sich da noch so viel mehr erhöht, mehr als der Markt dann oder stärker erholt, als der Markt dann laufen wird, sagen wir mal MSCI World, meine ich jetzt mit dem Markt, das halte ich dann für eher unwahrscheinlicher. Und ich habe es dann rückblickend auch tatsächlich geschafft, mit dem Überdenken meines Depots, meiner Strategie, meiner Position, um mir dann ein bisschen mehr Gedanken zu machen, auch mal wenn es richtig schlecht läuft, wie gut komme ich mit diesen Positionen dann klar. Damit habe ich tatsächlich dann auch geschafft, so mein Depot mehr oder weniger, wie ich es gedacht habe, justiert habe, 22 auch so durchzuziehen. Und bisher läuft das auch recht gut. Ich habe eine kleine Überperformance zum MSCI World, bin oft gar nicht so schlecht diversifiziert. Das sieht insgesamt meiner Meinung nach recht gut aus. Sind auch viele Unternehmen drin, die ich mag, die ich gerne haben möchte. Und gleichzeitig habe ich hier keine Unterperformance zum MSCI World regelmäßig in natürlich längeren Zeitabschnitten dann. Und das gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Denn Depots mit vielen Einzelwerten, die nicht extremst volatil sind und die besser laufen als der MSCI World, die sind, auch wenn man sich bei YouTube mal andere Videos anguckt, gar nicht so häufig zu finden. Und wenn sie, das sind mal wieder Zeitabschnitte, so 1-2 Jahre, wo diese Depots dann gut laufen, langfristig aber vielleicht eher nicht. War ja auch bei meinem Depot so, also das ist auch totale Selbstkritik. Ich will überhaupt keinen angreifen, wenn dann mich zuerst natürlich. Genau, und das ist eigentlich das Wichtige, worum es in diesem Video gehen soll. Hier unten habe ich noch ein paar kleinere Positionen, dazu kann ich ja noch mal ein paar Worte sagen. Und auch bei Derivaten habe ich wirklich nur, du siehst hier ganz oben 373 Euro, 256 Euro, also kleinere Positionen sind das und die sind wohl überlegt dann auch gewesen. Das ist hier eigentlich ein bisschen komplexeres Produkt. USA Treasury Bonds, also US-Anleihen mit einem 6,7er Hebel aktuell long. Das heißt, je nachdem, wie sich die Zinsen verändern. Aber eigentlich ist es, wenn die Zinsen steigen, dann fällt dieses Produkt. Das ist also so ein bisschen invers zu sehen. Und ja, wir haben jetzt gerade die Wochenansicht hier an. Und da die Zinsen wieder gestiegen sind, was natürlich auch für Immobilien nicht so gut ist, hier in den USA gerade, dadurch fällt dieses Produkt, weil die Zinsen aus den Staatsanleihen dann ja steigen. Das heißt, um diese hier zu verkaufen, wird dir weniger Geld geboten, denn der intrinsische Zins in diesen Anleihen ist dann ja höher. Der Zins, den die USA dann bezahlen müssen. Und ich setze einfach hierauf, dass absehbar auch die Zinsen der US-Staatsanleihen hier wieder steigen werden. Kleine Position, kleine Spekulation. Und hier haben wir noch 2 Bitcoin. K.O.-Zertifikate sind das hier auch. Also Mini-Futures kann man auch sagen, ist aber technisch ein K.O.-Zertifikat. Mit einem 2er Hebel, ganz kleiner Hebel. Eigentlich hätte ich mir da auch Bitcoins reinschmeißen können. Warum habe ich keine Bitcoins genommen, sondern dieses Produkt? Erstmal Geldbriefkurs. Der Spread ist nicht so unglaublich ungünstig. Und der noch wichtigere Punkt, diese Gewinne aus diesem Produkt, das ist ja synthetisch, das ist kein Bitcoin. Wenn ich hier verkaufe mit Gewinn, sind gerade 36 Euro drin, also kaum, relativ kleine Positionen, relativ kleine Gewinne. Aber die werden dann mit der Abgeltungssteuer besteuert und nicht, wenn ich über 600 Euro der Freigrenze im Jahr bin, dann wird es nicht mit meiner persönlichen Einkommenssteuer versteuert und ist dann auch steuereinfach, wenn man denn so möchte als Produkt. Deswegen habe ich das noch drin und das ist hier noch so ein Deutsche Post, was war das hier, ein Optionsschein war das, glaube ich. Der ist auch deutlich im Minus hier.
Nur ein paar Euro drin. Den hatte ich einfach mal zur Erinnerung drin gelassen. Mal gucken, was damit passiert, wenn ich den sehr lange hier drin lasse. Wir gucken uns hier nochmal die Zusammensetzung meines Depots aktuell an. 83% hier in ETFs und Themen, also das sind bei mir dann ETFs, sogar über 83%, 15% hier in Aktien drin oder 16% gerundet und vielleicht mit den Aktien möchte ich mal auf 20% kommen, ansonsten darf das gerne so bleiben. Bei den ETFs sind ja dann tatsächlich auch Themen-ETFs drin, das heißt, wir haben die großen Indizes hier drin, dann aber natürlich sowas hier, was dann IT abdeckt. Und so sieht das aus. Also S&P 500 ist wie geplant gewesen damals. Daran hat sich auch nichts verändert. Meine größte ETF-Position, mein Core, neben dem Nasdaq, der dann auch größer geworden ist, einmal an Rendite, aber auch ein wenig durch Einzahlung. Beim S&P 500 IT-ETF habe ich ja meine Wunschgröße erreicht, hatte ich ja auch schon gesagt. Und die anderen Positionen kommen dann eben danach. Und wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Jahresperformance hier mit knapp 31% oder 26.850 Euro. Auch relativ gut, ist ja auch eine ordentliche Jahresrendite. Man kann ja fast davon ausgehen, dass die nächsten 12 Monate nicht so stark wären. Das wäre ja unglaublich, wenn sich die Wirtschaft so weiter erholt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Wir haben aber auch immer wieder harte Korrekturen hier gehabt. Hier ging es dann zum Beispiel, ja, vom heutigen Stand quasi 15% hat es nachgegeben. Da hatte ich auch ein paar Positionen danach gekauft. Und so eine gewisse Volatilität hatten wir ja auch hier drin in den letzten 12 Monaten. Und dieses Video soll eigentlich als Appell dafür dienen. Zunächst einmal, lauf nicht den nächstbesten Finfluencer, also Finanzinfluencer hinterher, der gerade ein paar Optionsscheine, K.O.-Zertifikate, was auch immer in seinem Depot hat, mit einer Rendite von 100% oder mehreren 100%. Denn wenn diese Basiswerte mal nach unten korrigieren, korrigieren die Zertifikate dann auch nach unten und dann kann es mal ganz schnell bei minus 90, minus 95 oder minus 98, 99% gehen. Du kannst ja in Deutschland in der Regel bei diesen Produkten nur maximal deinen Einsatz verlieren, diesen aber auch nahezu zu 100%. Und da sei bitte vorsichtig, dass nur weil es jetzt die letzten 12 Monate gut gelaufen ist, auf keinen Fall leichtsinnig wären und versuchen aus 100k oder 10k dann irgendwie innerhalb von 3-4 Monaten 30k oder 300.000 Euro zu machen. Da sollte man immer so im Hinterkopf haben, gerade wenn der Markt wieder so ein bisschen heißer gelaufen ist, ist überhaupt keine Prognose, wie der Markt sich die nächsten Wochen oder Monate verhalten sollte. Nur aktuell stehen wir einfach relativ hoch da. Ich mache hier zum Vergleich auch nochmal den S&P 500 an, in der maximalen Übersicht auch diese fünfjährige Ansicht. Da kann man auch sehen mit 114% hier in 5 Jahren oder knapp 115 dann, dass auch diese Performance ja fast kein Normalfall ist. Das heißt hier, dass mal wieder so eine 20% Korrektur kommt. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr. Es sind ja auch jetzt Wahlen in den USA demnächst. Das ist nicht unwahrscheinlich. Also mein Hinweis, sei nicht zu stark gehebelt im Markt drin. Das ist nochmal so ein Gedanke, der bei mir irgendwie dann doch tief in den Knochen drin sitzt, auch im Kopf drin sitzt. Ne? Nicht zu stark gewichtet oder gehebelt dann im Markt drin zu sein. Und was ich vorhin schon gesagt hatte, auch wenn hier die ganz, ganz schlechten Zeiten mal kommen, sich neu justieren, neu aufstellen, seine Gedanken, also wirklich mal wieder von null anfangen. Das heißt, wenn man hier zum Beispiel sagt, okay, man hätte 50.000 Euro, wie würde ich die heute investieren mit weniger Volatilität, weil man die gegebenenfalls nicht aushält oder was auch immer, was würde ich ab Tag null machen mit meinem Geld? Und so kann man sich auch jederzeit, wenn man zu stark in gewisse Positionen investiert ist, sich neu justieren. Und was auch immer ganz, ganz wichtiger Punkt noch ist, das ist, ich bin hier in großen ETFs investiert, mein Depot verhält sich, wie der Markt sich verhält, wie sich Technologie verhält, wie sich der MSCI World verhält. Ich habe noch ein anderes Depot, wo fast nur Einzelaktien drin sind. Die sind die letzten, sag ich mal, 6 Wochen nicht so gut gelaufen und davor sehr gut gelaufen. Insgesamt bin ich bei den Einzelaktien im anderen Depot, laufen die besser als der MSCI World. Aber wenn es denn mal 6 Wochen schlecht läuft bei diesen Einzelaktien, das ist halt so, das muss man dann auch abkönnen. Das heißt, wenn der MSCI World oder der Nasdaq dann mal mit, ich sag mal, Monatsperformance, was haben wir hier, mit 6,6% oder der IT-ETF hier mit 8,3%
wahrscheinlich hier, je nachdem, was du nimmst, wenn du hier das Dip nimmst, ne, 26%, jetzt 46%, ich sag mal mit keine 20%, aber irgendwie so 18% oder sowas seit diesem Dip dann nach oben läuft und deine Aktien dann bei 0% oder 2% sind, ja, bekomm keine Angst, bleib bei deiner Strategie. Meine Empfehlung ist dann auch immer, nicht ein komplettes Depot aufzulösen, umzuswitchen und alles neu zu denken, sondern eröffne dir einfach weitere Positionen oder ein neues Depot und versuch damit eine andere Strategie aufzubauen. Das heißt, bist du zum Beispiel stark in Aktien investiert, dann hol dir einfach, was auch immer du magst, irgendeinen anderen ETF, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Alles natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, aber zum Beispiel ein Nasdaq ETF und bespare oder kaufe dich dort ein ab Stunde 0, ab jetzt verändere deine Strategie. Und löse dann nur deine vergangene Strategie auf, weil du wirklich innerlich davon überzeugt bist, dass andere Positionen zukünftig besser laufen werden. Und zwar für die nächsten 2 Jahre. Bitte nicht für die nächsten 2 Wochen oder für die nächsten 6 Wochen, sondern denke einfach langfristig und lass dich nicht davon beeinflussen. Nur weil mal ein Depot für 1, 2, 3 oder auch 6 Monate, manchmal auch 12 Monate besser läuft als dein Depot, lass dich nicht davon abbringen, deine eigene Strategie durchzuziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch damals für mein Depot immer Kritik bekommen, zwischenzeitlich und so weiter. Und insgesamt muss ich einfach sagen, dass ich auch bei größeren Positionen so viel gelernt habe, so viel gewachsen bin und durchaus auch dazu bereit bin, in schlechten Zeiten, wie es zum Beispiel bei diesem schnellen Crash in Japan hat er ja angefangen, hier Anfang August losging, dass man da dann ganz ruhig bleibt, guckt, was kann man nachkaufen, was sind gerade spannende Positionen und dann dort mit Position, mit Geld, was halt einfach über ist, dort sich überlegt einzusteigen und immer wenn alle anderen in Panik sind, dass du möglichst ruhig und rational bleibst. Das sind im Prinzip, wie waren es jetzt, ich glaube 4 Punkte, 4 Learnings, die, auch wenn sie ein bisschen durcheinander vorgetragen worden sind, ich hoffe trotzdem, dass das so einigermaßen hier angekommen ist. Jawohl, dass das vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen, vielleicht nicht jetzt in diesen Stunden, wo es gut läuft, sondern vielleicht mal in den Stunden, wo es nicht so gut läuft, sich jemand an diese Worte erinnert und vielleicht damit besser mental aufgestellt ist. Jawohl, das war's von mir an meiner Stelle für diese Transparenz, dass ich dir hier immer alles gezeigt habe. Die letzten Jahre würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Und ja, wir können ja nochmal ganz kurz hier die Monatsperformance anmachen. 5,992%, das war auch ganz gut. Und trotzdem, dieses Vergleichen ist ja auch ganz gut, um sich neu zu justieren. Wir gucken nochmal ganz kurz Jahresperformance. Ich weiß es aktuell nicht, aber wir gucken hier mal rein. 31% in meinem Depot. S&P 500, 31%. Also die S&P 500 Position habe ich tatsächlich auch aktuell. Und sogar unter 31% hier ist der Nasdaq 100. Da sind wir noch nicht wieder auf die alten All-Time-Highs runtergekommen. S&P 500 IT ETF 46%. Und der MSCI World, das ist die Größe, mit der ich mich gerne messen möchte. Denn das muss man, sage ich zu mir selbst, sollte man auch ehrlich zu sich selbst sein. Wenn ich den MSCI World nicht schlage mit meinen Positionen, dann kann ich auch 100% in den MSCI World investieren. MSCI World Jahresperformance 27,5%, mein Depot 31%, das macht mich glücklich. Auch wenn es nur ein paar Prozent sind, andere Depots, die haben jetzt 50-60% in den letzten 12 Monaten gemacht, aber wie gesagt, ich bin über sowas froh und glücklich. Und wenn du auch solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht hast, gerne mal in die Kommentare reinschreiben und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!